Eieiei. Auch ihr Weg ist lang, bis auf die Showbühne nämlich. Ungeahnte Talente gibt's in knapp 3 Stunden wieder hier im ZDF zu bewundern bei I Can Do That, der Show, in der prominente, spektakuläre Showacts einstudieren, die sonst nicht unbedingt auf ihrer Tagesordnung stehen. Sich an Kronleuchter hängen zum Beispiel. Nur eine der bisherigen ungewöhnlichen Herausforderungen. Und so kann's passieren, dass seriöse Schauspielerinnen sich auf einmal an einer Stange wiederfinden zum Pole Dance. Es ist die dritte Woche und es wird immer härter. I Can Do That, ich schaffe das. Oder auch nicht. Lutz van der Horst, Gesine Zukrowski, Fabian Hambüchen, Jochen Schropp, Katrin Müller-Hohenstein und Lilly Becker. Sie treten an, um 50.000 Euro zu gewinnen für einen guten Zweck. Moderiert wird die Show von Steven Gätchen. Der freut sich diesmal ganz besonders auf Gesine Zukrowski. Die Schauspielerin hatte eine Woche Zeit, um Pole Dance zu lernen. In der letzten Show wurde ihr diese Aufgabe quasi aufgedrückt. Und so soll es am Ende aussehen. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe das selber versucht, Pole Dancing mal zu machen. Und das ist wirklich unfassbar. Also das ist ja nicht nur Kraft, sondern das ist ja vor allen Dingen auch Technik. Also der richtige Griff entlastet natürlich auch die Muskulatur, aber das erstmal drauf zu kriegen und dann zu greifen und dann vor allen Dingen zu Musik sich zu bewegen, da sage ich Respekt. Die Profitänzerin zeigt es in Vollendung. Das soll Schauspielerin Gesine in nur einer Woche lernen. Was sie da an der Stange sieht, macht ihr wenig Hoffnung. Wenn ich von dem, was ich jetzt heute schon weiß, was so etwa auf mich zukommt, wird es eine grauenvolle Performance am Donnerstag. Und zumindest am ersten Tag kommt es genauso. Ja, guck mal. Oh, oh Gott. Oh Gott. Nein, stopp, stopp. Ah, stopp. Gesine hat zu Beginn große Schmerzen. Ich komm nicht mehr hoch. Oh Gott. Doch, oh Gott, eine alte Frau an der Stange. Schön, super. Wenn ich jetzt hier klemme zum Beispiel, habe ich das Ganze, also die ganze Kraft ist hier und die Stange ist hart. Das tut einfach, also wenn ich mit meinem ganzen Körpergewicht an dieser Stelle sozusagen lehne und auch einen Druck aufbaue, damit ich da nicht runterknalle, das ist sehr schmerzhaft. Also das ist eigentlich der fieseste Schmerz. Sie kann sehr gut Sachen wegstecken, also als Schmerz. Ich weiß, wie weh das tut am Anfang, das tut wirklich höllisch weh. Ich glaube, das packt sie. Sie hat Ehrgeiz, das sehe ich hier an. Eine Woche hat Gesine trainiert. Im Vergleich zu den Anfängen kann es heute Abend eigentlich nur besser werden. Ich will so gerne alleine da hochkommen, aber ich schaffe es nicht. Hochkommen muss auch dieser Mann auf 6 Meter Höhe. Fabian Hambüchen soll als Seiltänzer auftreten. Erste Trockenübungen auf dem Boden. Fabian ahnt, was ihn erwartet. Wenn du merkst, dass du ein bisschen aus der Balance rauskommst, ja, musst du einfach nur, sag mal, reagieren und darfst nicht anfangen nachzudenken. Groß, ja. Und das ist halt genau die Schwierigkeit, dass du nicht dann auf einmal denkst, ja, jetzt könnte ich fallen. Und das wird natürlich bei der Höhe interessant nachher, wenn wir da oben sind, weil dann fällt es halt ein bisschen tiefer. Geht. Und so kommt es. Die ersten Versuche oben auf dem Seil. Fabian ist gesichert und das ist auch bitter nötig. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, durchgängig die Konzentration bei 100% zu halten. Ja, ich glaube, das Mentale ist bei der Sache ganz, ganz entscheidend. Und wie gesagt, wenn ihr Publikum ist und auch dieser Showcharakter und ein bisschen Anspannung, Nervosität dabei ist, dann wird es schon interessant, wie das dann sich alles anfühlt da oben. Und es ist live. Keine Chance mehr, irgendwas zu korrigieren. Er muss das Gefühl für Sicherheit bekommen, weil oben kann ihm ja keiner helfen. Er ist auf sich selbst angewiesen und das müssen wir ihm jetzt auch klar machen, dass er auch die Fähigkeit hat. Eine Halle weiter, Schattenspiele. Die Darstellerin für den Hund in der Mitte, Lilly Becker. Sie wird mit den Mobiles auftreten. Alles ganz einfach, oder? Es sieht einfach aus, aber es sind die Kleinigkeiten, die das ganze Akt schön machen, so die Hände, das macht eine Figur. So wenn die Hände, die Finger so sind, dann
und die Hände so, dann ist es ein Hund. Und oder die Vögel, dann muss ich die Fingers wieder so, aber umgekehrt. Weißt du, so, es sind die kleinen Dinge, die das schön machen. Und das ist schön. So sah das in der Show aus. Eine perfekte Illusion. Im Publikum sitzt Lillys Ehemann Boris. Er hätte sich seine Frau auch bei einem anderen Auftritt vorstellen können. Was hättest du dir denn ausgesucht von all den Dingen, die du heute Abend gesehen hast? Ich hätte sie gerne an der Stange gesehen. Ja. Du verstehst den Grund. Ja, ich sehe mir lieber um die Stange, das glaube ich. Aber das ist etwas Privates. Jetzt möchte ich gerne was die andere Seite von mir sehen lassen, dass ich auch was beautiful machen kann. Nicht nur die Stange, Schatzilein. Jochen Schropp wird vermöbelt. Der Moderator soll in einer Kampfshow lernen, über seine Grenzen zu gehen. Sein Gegner, ein Extremsporttrainer. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Also ich weiß natürlich, dass er eigentlich nichts macht, was mich wirklich verletzen könnte, aber er fordert mich schon sehr heraus. Also er hat mich vorhin auch mit einem Bambus geschlagen und so weiter und so fort. Also er geht auf jeden Fall in die Vollen. Boah, Alter. Bauch! Hüse! Alles kann getroffen werden. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Eine kaputte Maschine. Komm, stell dich. Jochen wird Schmerz lieben, weil im Schmerz liegt Wachstum. Und wenn man immer in der Komfortzone buddelt und spielt, kommt keine Reize, kommt kein Wachstum. Ich möchte, dass Jochen wächst. Und das geht leider oft nur über Schmerz. Jochen soll in der Show Pfeile in der Luft fangen. Doch das klappt nicht. Der Frust muss raus. Oh, auch das nicht einfach. Katrin Müller-Hohenstein soll mit zwei Jojo-Weltmeistern auftreten. Der erste Trainingstag, eine kleine Katastrophe. Ich merke jetzt erst, auf was ich mich eigentlich, die meinen das echt ernst. Weißt du, du denkst am Anfang, okay, wenn die dir das zutrauen, dann wirst du das wohl irgendwie schaffen. Es dauert bis zum nächsten Morgen, bis sich Katrin ihr erstes Erfolgserlebnis holt. Ich mach euch jetzt den Eiffelturm. Und der geht so. Comedian Lutz van der Horst gibt Vollgas und sichert sich damit den Auftritt zusammen mit den Alpine Drums. Einen Tag später trifft er die bayerischen Musiker wieder. Und er muss feststellen, dass alles leichter aussah, als es wirklich ist. Mir tun jetzt schon die Finger weh. Wir haben 5 Minuten trainiert. Das darf nicht wahr sein. Die Proben sind laut. Und Lutz versucht, den richtigen Takt zu treffen. So, wir sind halt Schlagzeuger. Der professionelle Schlagzeuger. Ich habe noch nie am Schlagzeug gesessen. Die tun halt so, weißt du? Da bin ich Ringo Starr, Leute, ehrlich. Es ist super schnell, es sind super viele Rhythmen, die ich mir merken muss. Das ist echt, muss alles aufeinander abgestimmt sein. Es ist ein Albtraum. Ob es wirklich ein Albtraum wird, auf jeden Fall bleibt es spannend. Es gibt kaum eine Show im deutschen Fernsehen, wo man so viele tolle internationale Acts sieht, aber auch Promis, die sich so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausbewegen und dann selber was zeigen auf der Bühne. Und vor allen Dingen die Schnelligkeit dieser Sendung ist ja super. Also es gibt für mich nicht in irgendeiner Art und Weise ein Tief, sondern es geht ja immer weiter. I can do that. Ich schaffe das. Heute Abend, 20.15 Uhr, live im ZDF. Tja, das schauen wir uns an. I can do that. In genau 2,5 Stunden geht's los.